waren wir von der Nordnext auf der IFA 2013 und wir sind mal zu HTC gegangen. Die haben einen ganz kleinen Stand, weil sie ja auch nichts Großartiges vorgestellt haben auf der Messe. Warum wir hier sind, hat aber einen Grund. Und zwar habe ich hier ein HTC One. Und das Interessante an dem Gerät ist, jetzt geht hier eine Demo los, ich will euch was anderes zeigen. Interessant ist zum einen, dass es rot ist. Das gucken wir uns aber gleich nochmal genauer an. Das Interessante an dem Gerät ist, dass, wenn ich hier mal in die Einstellungen gehe und dann hier unten auf About und dann auf Software Information, tada, ihr seht, das läuft schon mit Android 4.3. HTC Sense-Version ist zwar noch die alte, die 5.0er, aber zumindest ist die aktuellste Android-Version schon drauf. Nur haben wir das Ganze jetzt mal gegen hier das private HTC One meines Kamerakindes gehalten. Und da konnten wir tatsächlich keine großen Unterschiede feststellen. Also es scheint softwareseitig quasi alles beim Alten zu bleiben. Ich gehe hier mal in die Einstellungen und da seht ihr, da hat sich im Prinzip nichts verändert. Wir haben uns das Gerät auch ganz genau angeguckt, auch im App-Drawer, im Menü. Das sieht alles aus wie gehabt. Also auf die Schnelle jetzt konnten wir keine Unterschiede feststellen, aber zumindest läuft hier 4.3 schon mal drauf und das müssen wir uns dann bei Gelegenheit noch mal genauer angucken. Das spricht aber zumindest dafür, dass das Update fertig ist und eventuell kurz vor dem Rollout steht, auch wenn tatsächlich, das irritiert mich ein bisschen, die Sense-Version noch die alte ist, also möglicherweise hat man hier aus irgendeinem Grund nur die neueste Android-Version, aber noch nicht die neueste Sense-Version drauf gemacht. Zumindest stellt HTC hier so unter dem Radar, das wurde ja nicht offiziell bekannt gegeben, ein HTC One mit Android 4.3 aus. Ihr seht, also wenn ich hier Blinkfeed, sieht auch ganz genau aus wie bisher. Der App-Drawer, da gibt es keine Veränderungen. Und also auch hier, wenn ich in die Einstellung gehe, ist da soweit nichts Neues als das, was man schon kennt. Und auch in den Einstellungen selber haben wir in Sachen Funktionalität jetzt keine neuen Einträge entdecken können. Das ist, soweit ich das auf den ersten Blick eben erkennen kann, alles gleich geblieben. Aber immerhin, 4.3 ist nominell drauf und das freut uns doch auch schon mal. Und jetzt gucken wir uns gleich noch die Farben in einem anderen Video an. Armin von Android Next auf der IFA 2013 hier bei HTC.